Russische Truppen haben Kharkiv und Saporischschja mit Raketen beschossen. Es wurde zivile Infrastruktur getroffen. Mindestens 9 Menschen wurden verletzt. Giorgia Meloni erhält den Auftrag zur Regierungsbildung und wird Italiens erste Ministerpräsidentin. Trumps einstiger Chefstratege zu Haftstrafe verurteilt. Steve Bannon muss 4 Monate in Haft. Überraschungen nicht ausgeschlossen. Britische Konservative wählen Nachfolger von Truss. Russische Truppen haben erneut Kharkiv, die zweitgrößte Stadt im Nordosten des Landes, und Saporischschja, die Hauptstadt einer der von Russland illegal annektierten ukrainischen Regionen, beschossen. Bei dem Angriff auf Saporischschja hat Russland S-300-Raketen eingesetzt, die einen Militärhangar zerstört haben sollen. Mindestens 9 Menschen wurden verletzt und es wurden wichtige zivile Infrastruktur, mehrere Verwaltungsgebäude und eine Industrieanlage getroffen. Der Kreml wiederholte indessen, auf russischer Seite hätte es immer Gesprächsbereitschaft gegeben, Kiew würde blockieren. Putin war in der Tat von Anfang an offen für Gespräche. Der Präsident hat dies wiederholt selbst gesagt. In dieser Hinsicht hat sich nichts geändert. Nur die Position Kiews hat sich geändert. Die ukrainische Seite hat entschieden, die Gespräche mit Russland nicht fortzusetzen. In der Ukraine befürchtet man eine zweite Front im Norden, nachdem Russland die Aufstellung einer gemeinsamen Truppe mit Belarus angekündigt hat. Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko dementiert gemeinsame Angriffsabsichten. Der britische Geheimdienst hält das Ganze für eine russische Propagandaaktion, um ukrainische Truppen im Norden zu binden. Die ukrainische Armee wiederum konzentriert sich im Süden auf die Region Cherson, wo die Lage der russischen Truppen unter der ukrainischen Offensive immer schwieriger wird. Seit Tagen werden deshalb tausende Menschen bei Cherson in einer umstrittenen Aktion in sichere Gebiete gebracht. Russland nennt es Evakuierung, für die Ukraine handelt es sich um Deportationen. Russlands Verteidigungsministerium beschuldigt die Streitkräfte der Ukraine, das Wasserwerk Kachowka beschossen zu haben. Es werden Bilder verbreitet, die das Ausmaß der Überschwemmungen nach einem möglichen Dammbruch zeigen sollen. Dagegen sagen die ukrainischen Behörden, russische Truppen hätten das Kraftwerk vermint. Es drohten katastrophale Folgen. Der Staudamm ist von Russlands Truppen besetzt, aber ukrainische Einheiten rücken näher. Nach den Angaben des ukrainischen Präsidenten Selenskyj könnten die 18 Millionen Kubikmeter Wasser schnell und massiv 80 Ortschaften entlang des Flusses Dnipro überfluten, darunter die Stadt Cherson. Von den 300.000 Bewohnern vor dem Krieg sollen sich noch 100.000 dort aufhalten. Der ukrainische Präsident erklärte, dass die Zerstörung des Dammes die Wasserversorgung in weiten Teilen des Südens beeinträchtigen und das größte europäische Kernkraftwerk in Saporischschja ohne Kühlwasser lassen könnte. Der ukrainische Staatschef erklärte außerdem, dass der Nord-Krim-Kanal im Falle einer Zerstörung des Damms einfach verschwinden würde. Er versorgt die an Russland angegliederte Krim mit 85% ihrer Wasserversorgung. Das Institut for the Study of War bekräftigte, dass Russland nach seiner Einschätzung wahrscheinlich weiterhin einen Angriff unter falscher Flagge auf das Wasserkraftwerk vorbereitet. Moskau will offenbar einen Vorwand für die Sprengung des Staudamms durch russische Streitkräfte nach dem Abzug aus der Region Cherson schaffen und die ukrainischen Truppen dafür verantwortlich machen, den Dnipro und die umliegenden Siedlungen überflutet zu haben. Wahrscheinlich ein Ablenkungsmanöver für einen weiteren Rückzug in den Osten der Region Cherson. Die russischen Vorbereitungen für einen Angriff unter falscher Flagge auf das Kraftwerk Kachowka sollen letztlich wohl auch von den Berichten über russische Verluste in der Region Cherson ablenken. Italiens ultrarechte Wahlsiegerin Giorgia Meloni hat von Staatschef Sergio Mattarella den Auftrag zur Regierungsbildung erhalten und wird in mehrfacher Hinsicht Geschichte schreiben. Als erste Frau, die italienische Republik regiert, und als erste Postfaschistin seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Die Delegation aller drei Parteien der Mitte-Rechts-Koalition will so schnell wie möglich die neue Regierung bilden und die Kabinettsposten besetzen. Außenminister und Vizeministerpräsident soll ein Europapolitiker von der konservativen Berlusconi-Partei Forza Italia werden.
Das wichtige Finanzministerium geht an die rechtspopulistische Lega. Ihr Parteichef Matteo Salvini bekam das Infrastrukturministerium. Dem gemeinsamen öffentlichen Auftritt des Rechtsbündnisses war die erste Krise nach einem Eklat um Putin-freundliche Aussagen Berlusconis und ein Ringen um die Besetzung der Ministerien vorausgegangen. Meloni und ihr Kabinett sollen am Samstag vereidigt werden. Obwohl sie Rückendeckung ihrer konservativen bis rechtsextremen Koalition in beiden parlamentarischen Kammern hat, wird der neuen italienischen Ministerpräsidentin das Regieren nicht leicht gemacht. Ihre beiden Verbündeten, Silvio Berlusconi und Matteo Salvini, besitzen beide ausgesprochen starke Egos. Steve Bannon, die rechte Hand des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump, wurde zu 4 Monaten Haft verurteilt, da er sich weigerte, mit den ErmittlerInnen des Kapitolsturms vom 6. Januar 2021 zu kooperieren. Außerdem erhielt er eine Geldstrafe von $6,500. Bannon erklärte, dass er die Entscheidung respektiere, jedoch auch der Einzige sei, der durch ein mehrstündiges Verhör mit der Justiz kooperiert habe. Seine Anwälte sind bereits in Berufung gegangen, wodurch sich die Gefängnisstrafe verzögern wird. Der ehemalige Chefstratege Trumps war bereits im Juli schuldig gesprochen worden. Zwei Rekorde. Die längst gediente Monarchin des Landes trifft die Frau, die sich als die Premierministerin mit der kürzesten Regierungsdauer herausstellen sollte. Innerhalb von nur 6 Wochen hat Liz Truss beispielloses politisches Chaos verursacht. Was nun geschehen muss? Auf der Ebene des Vereinigten Königreichs muss es Parlamentswahlen geben. Das ist eine demokratische Notwendigkeit, so die schottische Regierungschefin. Der Gedanke, dass die Tories sich jetzt um einen neuen Premierminister scharen, egal wer, ganz zu schweigen davon, wer das im Interesse der Öffentlichkeit sein könnte, ist einfach absurd. Was nun tatsächlich passieren wird, ist ein Prozess, der in aller Eile von konservativen Abgeordneten erdacht wurde. Kandidaten müssen die Unterstützung von 100 Abgeordneten haben, um zur Wahl stehen zu können. Die Favoriten sind Penny Mordaunt, gegenwärtig Fraktionsvorsitzende, Rishi Sunak, ehemaliger Schatzkanzler, der beim letzten Auswahlverfahren Liz Truss unterlag, und erstaunlicherweise der nach wie vor beliebte Boris Johnson. Es besteht also nun durchaus die Möglichkeit, dass Rishi Sunak und Boris Johnson in die letzte Auswahlrunde gelangen. Die beiden liegen derzeit bei den Tory-Abgeordneten in den Sympathiewerten vorn. Unter den Parteimitgliedern, die nächste Woche online abstimmen könnten, ist Johnson nach wie vor sehr beliebt. Wird er also weniger als 2 Monate nach seinem unrühmlichen Abgang in die Downing Street zurückkehren? Ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass er die Ziele Marke von 100 Abgeordneten erreichen wird. Und wenn er auf dem Stimmzettel steht, werden die Parteimitglieder für ihn stimmen. Ich halte das für einen Schritt zurück. Er hat ja allerhand Gepäck zu tragen. Was sich in den vergangenen 12 Monaten unter seiner Regierung ereignet hat, war nicht gerade erbaulich für das Land. Aber unter Liz Truss wurde es dann so schlimm, dass viele in ihm jetzt so eine Art Trostbringer sehen. Things have been so bad under Liz Truss that I think a lot of people are seeing him as a comfort blanket. Die Abgeordneten müssen entscheiden, wer auf den Stimmzettel kommt. Wenn nur eine Person die 100 MPs Marke überschreitet, würde sie Premierminister. Order. Ansonsten entscheiden die Parteimitglieder. Die Kämpfe um ukrainische Kernkraftwerke und die Sorge um potenzielle russische Atomwaffeneinsätze haben in Europa die Angst vor einer nuklearen Katastrophe erneut zum Leben erweckt. Besonders in Ländern wie Rumänien, die an die Ukraine grenzen. Viele der Atomschutzbunker aus dem Kalten Krieg sind nicht mehr in Schuss. Prinzipiell ist es laut Gesetzgebung möglich, jeden Ort als Bunker zu nutzen, der Schutz bieten kann. Wenn eine Salzmine also diese Qualifikation erfüllt, können wir sie als Ort in Betracht ziehen, an dem wir uns während eines Notfalls verstecken können. In Rumänien befindet sich die riesige unterirdische Salzmine Salina Turda auf einer Liste möglicher Schutzunterkünfte. In der Theorie passen in die Salzmine natürlich viele Leute hinein. In der Praxis gibt es allerdings einige Probleme. Als allererstes bräuchte es Übungen für den Ernstfall, vor allem wenn sehr viele Leute wissen müssen, wie sie sich verhalten sollen, damit sie nicht wie kopflose Hühner panisch herumlaufen. Und solche Übungen gab es nie.
Mit Blick auf die anhaltenden Auseinandersetzungen in der Ukraine könnten wohl bald weitere ehemalige Bunker auf ihre Einsatzfähigkeit getestet werden.